da sind Sie ja, mein Lieber. Wo waren Sie nur? Ich habe Sie schon vermisst, habe ich Sie vermisst. Eminenz, ich war zur Messe. Ach nee, zur Messe? Ja, ich hatte... Bei der Messe waren Sie nämlich nicht. Da habe ich Sie nämlich vermisst bei der Messe. Nein, Eminenz, das heißt doch, ich... Und Schwester Euphobia hat Sie auch gesucht. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sie müssen die Gute wiederholen sich gern, nicht? Wo ist er denn? Und so ungern ich deutlich werde. Bei der Messe waren Sie nicht bei der Messe. Eminenz, ich war auf der anderen Messe, auf der Elektronikmesse Kirche 2000. Missa Electronica Ecclesia Duemille. Duemille, interessant, Duemille. Glauben Sie, dass unsere Kirche so alt wird? Duemille? Eminenz, es sind ja nur noch 4 Jahre. Und wenn wir mit der Zeit gehen... Ja, 4 Jahre schaffen wir noch, trotz Kirchenvolksbegehren. Da haben Sie recht, ja. Was gibt's denn da Schönes auf der Messe? Was gibt's denn da? Das so? Hier von der Firma Church Data Service ist ein Instant-Abendmahl. Ach, ja, in den USA schon in 40 Millionen Packung verkauft. Ach, nee. Garantiert AIDS-freie Vergebung der Sünden. Hier drin ist die Oblate hygienisch eingeschweißt. Ach, nee. Und in diesem Plastiknäpfchen ist der Wein. Ach, statt Messwein, Nesswein. Das ist eine gute Idee. Das können wir unseren Soldaten mit in die eiserne Ration geben. Nicht? Das hier ist eine CD-ROM. Eine CD-ROM? Könnte man auch sagen, aber es ist eine CD-ROM aus Rom. Genauer gesagt mit den Obi et Orbis der letzten 10 Jahre. Ach, Donnerwetter, ja. Und kostet so? Kostet? 178, auf dem Text liegen ja keine Urheberrechte mehr. Ja, dann gehen die ganzen Tantiemen also an den Papst. Nicht schlecht, ja. Aber sagen Sie mal, glauben Sie denn, also so auch religiös, theologisch gesehen, glauben Sie denn, dass so ein Segen noch wirkt, nachdem er auf so einer kleinen Scheibe plattgedrückt war? Also. Er ist ja vorher nachträglich digitalisiert worden, der Papst. Der Papst digitali... Ach so. Ja, dann, also, natürlich. Wo spielt man den ab, den Heiligen Vater? Wo spielt man den ab? Über jedes normale CD-ROM-Laufwerk, wie zum Beispiel dieses hier. Haben Sie das etwa gekauft? Nein, ist nur zur Ansicht. So, ja, ja. Das ist dieser internetfähige Online-Beicht-Laptop. Ja. Mit der Software Peccatum Ex. Ein Beicht-Laptop? Der Renner auf der Datenautobahn. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Da tippe ich hier also meine Sünden ein. Und dann werden die mir elektronisch vergeben und dann kann ich womöglich auf dem Bildschirm noch ablesen, wie viele Rosenkränze man mir dafür aufpumpt. Die können Sie sogar auch elektronisch abbieten lassen. String Old und Groß R und dann die Zahl dahinter, wie oft Sie müssen. Ja, ne, also, sehr grauenvoll, sehr entsetzlich. Also, dann will ich nicht ins nächste Jahrtausend, ja? Und dieses Ding ist wirklich, wie sagten Sie, Internet online? Dann schreiben Sie mal sofort an den lieben Gott. Eminenz, das Gerät ist nicht angeschlossen. Dann glauben wir nur an Wunder oder glauben wir nicht? Also, schreiben Sie. Lieber Gott, komm an! Warum lässt du diesen Blödsinn zu? Fragezeichen over. Blödsinn zu? Fragezeichen over. Oh Gott, er antwortet. Was? Eminenz, er antwortet. Was sehen Sie? Sorry, Jungs, habe eure Kirche gerade an Microsoft verkauft. Wendet euch ab jetzt direkt an Billy Gates, Vater.